Hey und herzlich willkommen zurück zum Jahreszahlen-Gameplay von die Sims 4 und die Alte macht hier nicht weiter. So, gießen. Sag mal, gerade pflanzen kannst du irgendwie auch nicht, oder? Ja, gut. So, Shanti ist noch in der Gartenarbeit beschäftigt. Das ist voll ihr Metier und so. Sie hat überhaupt keinen Spaß, aber das juckt hier keinen. So, was hat er jetzt? Er möchte tanzen. Das kann er jetzt gleich gerne machen, aber er muss hier nochmal soziales Netzwerk machen. Und dann würde ich sagen, ihr spielt ein Multiplayer-Spiel zusammen. Und zwar Party Frenzy. Mit Nancy und Vivian, die gerade online sind. Das passt sich richtig gut. Und in der Zeit, nein, ich möchte nicht zu Paolo. Mit ein bisschen Glück und dem perfekten Timing, bla bla. Wo kommen die denn jetzt her? Ist euer Ernst? Sind die einfach hier? Leonie ist ein Vielfraß. Okay. So, dann darfst du jetzt Party organisieren. Ist ganz wichtig. Macht er jetzt? Sich eine Erfrischung holen. Ja, dachte ich mir schon. Okay, dann darfst du jetzt mal einen Kuchen machen. Und zwar einen Schokokuchen. Ich freue mich, wenn wir so das Geld haben und dann Würstelparty. Am Feuer, Galaabend. Ja, wir machen noch eine Hausparty, würde ich sagen. Jetzt haben wir hier nämlich schon ein paar mehr Leute. Wenn wir einmal, okay, diese alte Person laden wir jetzt mal nicht ein. Natürlich hier in der WG. Und du machst da jetzt schön. Ihr könnt ja erstmal tanzen, ne? Tanzen. Ja, da kommen die Leute schon an und tanzen. Okay, was macht der Kuchen? Du bist unfähig, weiterzukochen. Ja, das dachte ich mir schon. So. Dann setz mal den Schokokuchen fort. So, dann öffnen wir doch mal den Kühlschrank und stellen hier die schönen alten Würstchenreste raus. Und dann darfst du doch mal zum Essen rufen. Jetzt hör mal auf zu tanzen. So, du machst jetzt erstmal den Kuchen. Da ist voll die Party im Gang, ey. Das ist echt gut. Ja, und du darfst jetzt hier jedem fürs Kommen danken. Während er dann noch am Kuchen backen ist. Okay. Ja, schön. Das ist jetzt aber schon leer, aber das ist ja auch egal. Du packst den Kuchen jetzt erstmal in den Kühlschrank. Ach komm, aufräumen brauchst du gar nicht. Ich würde sagen, du darfst jetzt mal ein Spiel spielen. Und zwar Party Frenzy. Alleine auf einer Party. Und dann hast du bestimmt ein paar Leute, die da mitmachen. Okay, Chantals Liste ist voll. Und er hat das hier sowieso schon durchgestrichen. Gut. Dann darf er doch mal mitmachen, den Leuten fürs Kommen danken. Oh. Hier sind noch eine Menge Ärsche, die wir fotografieren können. Oh. Bis sie das hier mal hingekriegt haben, ne? Warum holen die sich denn Kuchen? Ihr dürft jetzt erst Kuchen essen. So, schön Kuchen. Dann darfst du dir jetzt auch mal ein Stück Kuchen nehmen. Ja, jetzt hör mal auf, hier allen Hallo zu sagen. Das kann jetzt deine Alte noch machen hier. Oh. Ich habe auch gerade noch mal eine Kopfschmerztablette genommen. Ich habe zwar voll Bock zu zocken, so, ne, also das hier weiterzumachen, aber ich habe auch leicht Kopfschmerzen. Und meistens wird es dann besser, aber ich denke mal, das liegt am Wecker, genau, am Wetter, weil das so drückend draußen ist.
Das ist echt nicht mehr feierlich. Die Party steigt im Haus, aber wir sitzen draußen und essen einfach draußen. Das ist ganz normal. Die Partygesellschaft hier, ey. Läuft richtig. Okay, dann fang doch mal an, diese hier anzuflirten. Freundlich. Sag was Schönes. Komm mal her hier. So, jetzt könnt ihr auch flirten. Oder auch nicht. Dann flirte halt mit Eva. Romantik flirten. Romantik fragen, ob Sim Single ist. Und du kannst dir jetzt mal ihn hier vornehmen. Romantik fragen, ob er Single ist. Wenn ihr schon mal beide auf dem Sofa sitzt, ne? Oh, wer bist du denn? Ich habe dich noch gar nicht gesehen auf der Party. Du hast mich eingeladen. Ach so, ich erinnere mich nicht mehr, aber du siehst gut aus, mein Freund. Romantik, kommt jemand über Aussehen machen? So, dann passt das ja schon mal. So, jetzt müssen sich die hier noch küssen, aber das kriegen wir auch schon hin. Nudeln. Nein, du gehst jetzt nicht schlafen. Ihr müsst euch hier näher kommen und so. Nummern austauschen. Schnelle Wiedergutmachung. Halt, wo ist denn die Alte jetzt da? Schlüpfrige Frage stellen. Oh Gott, ey, mein. Nee. Nein, nicht bitten zu gehen, um Gottes Willen. Nudeln. Wir schmeißen uns hier ran, ey. Nummern austauschen. Wo ist denn der Typ da? Oh, ich glaube, das war nichts mit der Romantik. Kompliment über Aussehen machen. Nummern austauschen. Okay, das wird, glaube ich, nichts mehr mit dem sich küssen und so. Warte mal, kann ich ihn küssen? Küssen, geil. Geh auf dich an ihn ranzuschmeißen. Geh einfach mal den Mann da küssen. Hallo, beweg dich. Ja, Mann. Okay, so viel dazu. So, aber jetzt könnt ihr echt ins Bett gehen, ne? Okay, du kannst vielleicht nochmal auf die Toilette gehen, würde ich sagen. Da kannst du auch schlafen gehen. So, hier stehen noch welche im Eingang rum. Ist kein Problem. Ja, Party war wieder ein Erfolg. Sieh im Haushaltsinventar deines Sims nach. Das können wir mal machen. So. Zumindest eine Sitzgelegenheit, die wir verkaufen können. Dann machen wir hier mal das alles weg. Vielleicht sollten wir nur mal zwei Leute einladen und die dann so richtig romantisch anmachen. Von zu Hause aus arbeiten, genau, das machen wir auch. Ernte schenken. Warum soll ich meine Ernte schenken? Ich will doch Geld damit machen. Das ist ja merkwürdig. So. Ich würde sagen, da passt auf jeden Fall noch was zwischen. Da können wir noch andere Pflanzen zwischenpacken. Und hier würde noch eine Erbse zwischenpassen, vielleicht. Okay, dann darfst du erstmal alle gießen und dann alles ernten. So, die darfst du auch nochmal alle gießen.
Wir sind sicher und machen das hier mal besser so. Und er schläft erstmal schön aus. Arbeitet von zu Hause. Das tut er. Du auf Toilette, nimmst eine erfrischende Dusche. Dann kannst du ja erstmal was zum Frühstücken machen. Mach mal so einen Obstsalat. Wäre jetzt nicht das Ernährungsmittel der Wahl eigentlich, aber egal. Wobei so eine Torte am Morgen. Doch, sie ist jetzt hier noch das Kuchenstück. Sie ist ein Vielfraß, das gönnt sie sich jetzt. Und dabei guckt sie fern. Das ist ein guter Plan. Oh, dieser Typ, ne? Ja, okay, dann nimm dir auch das Stück Kuchen da. Wie dreckig das hier ist, ey. Ja, die brauchen halt echt einen Butler, ne? Geschirr spülen. Eigentlich kannst du hier mal alles spülen. Aufräumen. Wenn du schon mal dabei bist, Alte. So, er gönnt sich da noch. Und dann darfst du jetzt mal soziale Mediensachen machen. Aktualisieren. Überprüfen und dann nochmal aktualisieren. Okay. Mach noch mehr. Mal gucken, ob das was bringt, wenn man das so häufig hintereinander macht. Führe lustige Interaktion bei einem beliebigen Sim aus. Okay. So, sie hat jetzt hier abgewaschen. Das ist schön. Dann gehst du mal hier hin. Das Kompliment über sein schickes Outfit. Was ist das für ein Fleck? Nein, freundlich. Wir wollen ihm jetzt was schenken. Und zwar eine Karotte. Ja, da wird er sich so krass drüber freuen, sage ich euch. Ja, das jetzt gekriegt. Hallo, nein. Geschenk geben. Die Karotte. Für mich? Oh, eine Karotte. Boah, Wahnsinn, danke. Oh, das wollte ich schon immer haben. Ey, du bist die beste Person des Jahrhunderts. Oh, danke. Gut, wir hinterfragen das nicht. So, wir sollen lustig sein. Lustig. Polizistenwitz. Ein Insiderwitz. Ein Klopf-Klopf-Witz. Über alte Zeiten und Pinguinwitze. Das ist das Schöne, dass wir alles zu Hause mit den Sims machen können. Oh Gott, Alter, ja, auf jeden Fall. Okay, dann darfst du hier nochmal den Status aktualisieren. Gut, und wir verkaufen das jetzt mal alles. Aber wir werden reich, Leute, ich sag euch das. So, dann gehst du nochmal auf die Toilette und darfst dir gleich eine erfrischende Dusche nehmen. Und der Typ hier, ich würde sagen, wir könnten ja erstmal eine Küche hier vielleicht vernünftig kaufen. Oder erstmal einen besseren Fernseher. Eigentlich hat der Fernseher Priorität, das würden die so machen. Die würden nicht zusehen, dass die jetzt eine vernünftige Küche haben. Nein, die gucken jetzt, dass die einen vernünftigen Fernseher haben. So machen die das. So. Das heißt, ach schade, der Flachbildfernseher ist ein bisschen teurer. Aber ich kann mir die jetzt kaufen. So. Verkaufen wir die Musikanlage. Nee, wir lassen das. Ja. Stellen wir wieder hin, oder?
Doch, wir lassen die hier mal stehen für die Party. Wir müssen ja wieder eine Party machen. So viel gezockt haben die bisher ja eh nicht da dran. Okay, dann darfst du ja noch mehr Status aktualisieren. Boah, das ist ja so richtig dieses Hitzeding hier, ne? Das ist ja mal geil. Wie wär's, wenn du dich mal hier hinsitzt? Sitzt, genau. Und du bist echt müde, Alte, ne? Weißt du was? Mach ein Nickerchen danach. Und wir folgen ihm jetzt. Der geht da hoch, motiviert zum Schachtisch. Genau da hinten hin. Nach Tagfragen. Wir labern jetzt Joffrey mal voll. Ey, Digga, was geht? Guck mal, ich kann durch Büsche gehen. Das kannst du bestimmt nicht. Ach, diesen Bro-Kuss auf der Wange, ja? Lustig. Polizistenwitz machen. Ich möchte endlich mal den Alien-Witz machen. Was hat er jetzt gemacht? Parodieren. Okay, jetzt haben wir jetzt schon zwei Sims, mit denen wir lustig sind. Wir brauchen jetzt aber noch einen. Okay, eigentlich können wir das hier mal mit Wasserballons füllen. Und mal gucken, was passiert. Ja, komm mal her. Ihr macht das jetzt mal. Komm, das interessiert mich jetzt mal. Wie sieht das aus? Boah, geil. Oh, geil, Alter. Komm, wirf noch mal bitte. Ey, du Troller, du hast daneben geworfen. Der geile Alter. Oh, Hammer. Komm, wirf noch mal. Das soll so richtig ins Gesicht klatschen. Nicht getroffen, haha. Oh, das hat geplatscht, Alter. Smirks, tip tip. Ey, wie kann man so ein Lappen sein und so dahin werfen, ey? Was für ein Idiot, Alter. Macht ihr euch auch immer so lustig, wenn ihr dann im Garten mit euren Freunden eine Wasserschlacht macht und die einfach wie der größte Lauch auf den Boden werfen? Okay, hört mal auf damit. Unwohl. Mitten ins Gesicht. Ein Treffer im Gesicht tut weh. Vergiss die goldenen Regeln nicht. Wenn du einem Schraubenschlüssel ausweichen kannst, kannst du auch einem. Okay. Okay. Hinterfragen wir das nicht weiter. Sie müsste jetzt echt trotzdem noch mal schlafen irgendwie, ne? Die ist ja voll müde und alles. Okay, räum das mal auf und dann mach jetzt einfach mal ein Abendessen, und zwar einen Gartensalat. Und du kommst nach Hause, setz dich mal hier hin und veranstaltest jetzt mal die nächste Party.
Und zwar laden wir richtig zum Galaabend ein. Und vorher verkaufst du deine merkwürdige Karotte. Oh, Galaabend. Dann können wir ja mehrere Speisen gleich servieren. Dein Geld. Oh, unser Geld reicht gar nicht. No. Tanzparty. Okay, wir können allgemein gar keine Party machen. Toll. Okay, dann musst du noch mal schnell ein paar Fotos machen und dann können wir eine Party machen. Von der neuen Glotze. Bin mir sicher, das ist eine gute Idee, die neue Glotze zu fotografieren. Und dann die alte Musikanlage. So. Dann noch mal den Klappstuhl. Okay, das Foto vom Klappstuhl ist wirklich geil. Das müssen wir hier hinhängen und es den ersten Klappstuhl nennen. Da. Unser erster Klappstuhl. Dann gehst du mal dahin, weil man von dort bestimmt besser Fotos von der Anlage machen kann. Oder vielleicht auch nicht, weil du zu nah dran stehst, du Trottel. So. Perfekt. Ah, das passt echt gut. So, die Anlage. Also vom Sofa brauchen wir jetzt das nicht hinhängen, aber die Anlage. So. Unsere erste Anlage. Geil. Das wird's, meine Freunde, das wird's. Und jetzt können wir die Party veranstalten. Und zwar den Gala-Essabend. Aus der Gammelküche. Es darf nur niemand hier hingehen und gucken. Galaabend. Oh nein, jetzt. Oh, jetzt hat jeder schon wieder Fotos, das Essen da geholt. Okay, wir machen mal vom Fenster ein Bild. Verkaufen wir das und können jetzt aber unsere Party hier machen. Was macht sie da? Sie guckt das an oder was? So, jetzt aber Gala-Abendessen. Oh, geil. So, Chantal und Justin. Wir nehmen Eva, Markus und alle anderen, außer Vivian, die ist zu alt dafür. Dann machen wir mit allen die Party. Perfekt. Dann darfst du jetzt den Comedy-Kanal schauen, weil die Frau jetzt erstmal beim Essen dabei ist. Okay. Sehr schön. Stellen wir das jetzt hin von Fernseher. Da steht das gut. Bedient euch, meine Freunde. Oh, Daniel hat ein Grundstück hochgeladen. Das ist schön für Daniel. Ach, zum Essen rufen. Okay, dann mach das mal. Hör mal hier auf und so. Zum Essen rufen. Okay. Oh, Gäste fürs Kommen danken. Das können wir auch mal machen. Fangen wir gleich mit dem hier an. Fürs Kommen danken. Yes, yes.
Danke, dass du gekommen bist, Digga. Okay, dann. Okay, du fühlst dich zu unwohl, als dass du tanzen könntest. Das ist natürlich schlecht. So, Getränke. Wie serviert man denn jetzt Getränke ohne Getränketablett? Natürlich ist es schwierig. Okay, ich würde sagen, du machst erstmal ein Foto. Foto machen. Und du vielleicht auch Foto machen. Ey, mit Foto machen können wir ja echt gut Geld verdienen. Oh, ein Arschbild. Das ist perfekt. Moment. Das ist jetzt der Arsch von Nancy. Das war zwar jetzt von ihr fotografiert, aber ist ja auch egal. Von Leonie. So, Leonie hilft ihrem Kumpel natürlich, seinen heimlichen Fetisch auszuleben. So. Arsch von Nancy. Okay, und dann machst du jetzt nochmal noch mehr Fotos. Wenn wir schon mal dabei sind. Oh, das ist voll das geile Bild hier, ey. Okay, mach einfach weiter Fotos. Kriegen wir eigentlich noch mehr Ärsche? Das sah irgendwie ein bisschen komisch aus. Wir haben hier aber richtig geil den Esser. Die Partygesellschaft. Vielleicht sollten wir mal so eine Kamera kaufen. Das heilige Essen. Oh, der Hinterkopf, ey, der ist ja schick. Fotos! So. Hast du erstmal genug Fotos gemacht? Die waren zwar jetzt alle nur 30 wert, aber es ist kein Problem. Okay, ich glaube, du kannst jetzt einfach ins Bett gehen, weil das wird ja sonst nichts mehr mit dir. Die Shanti ist leider schon so müde, die hat sich jetzt ein bisschen frühzeitig verabschiedet. Jetzt hör mal auf, hier zu essen und alles, ey. So ein Brüstebild wäre auch nicht schlecht, ne? Das sieht fast aus wie ein Arsch. Ey, seht ihr den Spaß hier auf der Couch? Geil. Okay. So. Tanzen. Wir fangen mal an zu tanzen. So, man kann doch. Ach, da. Die fühlen sich ja gleich angesprochen, ne? Verspielt sein lassen. Das ist natürlich jetzt ein bisschen schwierig. So, ich wollte jetzt mal gucken, was dieses Tablett kostet. Womit man zum Essen rufen kann. 105. Das fängt schon gut an. Haben wir denn hier andere Möglichkeiten? Nein, dann müssen wir noch ein paar Fotos machen. Selfie machen. Wir müssen dem eine Kamera kaufen. So als Simstagram-Mensch braucht man das. Oh, wir können von ihm ein Arschbild machen. Warte mal. Erstmal machen wir ein Zelt. Jetzt hör doch mal auf hier. Oh, die sind, glaube ich, zusammen, oder? Oh. Oh, warte. Das ist prädestiniert dafür. Was ist mit ihr denn los, Alter? Das sieht so aus, als ob die sich da anlehnt. Okay. Das Bild ist so geil, ey. Dieses heimliche Schmachten von dieser Frau da. Ey, komm, das ist perfekt. Das ist auch perfekt. Okay, wir machen hier mal zwei Arschbilder von und hier mal zwei Arschbilder von. Oder drei. Auch richtig unauffällig mitten auf der Party. So, dann haben wir nämlich Pennys Arsch auch schon. So, jetzt müssen wir mal den anderen Arsch holen. Da.
Nee, das ist der Arsch von Penny. Arsch von Penny. So, und das hier war Joffrey, oder? Genau. So. Arsch von Joffrey. Schreib mal den so, egal. Ja. Lol, der steht vor dieser Arschgalerie, der Typ. Ey, zieht euch den rein. Der denkt sich jetzt auch, boah, geil, Alter. Okay, wir werden hier beenden. Zeit ist nämlich jetzt um und das ist das perfekte Bild, Alter. Der bewundert die Fotos, ey. Oh, ganz viele Ärsche, ey. Guckt euch den an, ey, der weiß Bescheid. Ja, und damit kann ich einfach nur sagen, vielen Dank fürs Zuschauen bisher. Und ja, ihr könnt natürlich gerne was in die Kommentare schreiben. Und ansonsten, ciao und bis zum nächsten Part.